Folge Nummer 22 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir befinden uns hier in dem Berchtesgadener Land an einer schwierigen Kreuzung, die wir da schon letztes Mal bearbeitet haben. Aber es staut sich noch hier diese Straße bis ans Ende der Welt, fast bis zur nächsten Kreuzung. Und da müssen wir mit der Zeitsteuerung an der Ampel jetzt was machen, damit die häufiger fahren wie die da zum Beispiel, weil die da drüben brauchen gar nicht fahren. Sind die jetzt hier auch stehen schon so lang oder was? Okay, die müssen häufiger fahren. Die wollen geradeaus rüber und hier sind wenige am Fahren. Okay, das heißt Vorfahrt. Vor allem diese hier müssen also fahren und diese. Aber diese kreuzen leider. Und es ist etwas schwieriger wohl. Hier haben wir noch nicht mal Linksabbieger, hier haben wir nur Rechtsabbieger. Ja, das ist dann schwieriger. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir das jetzt. Schauen wir zu, dass wir die Ampel zeitgesteuert kriegen. Und zwar diese. Zeitgesteuerte Ampel einrichten. So, das einen Schritt hinzufügen. So, jetzt müssen wir gucken. Durchflussverhältnis, Warteverhältnis. Das ist ja alles hier. Durchflussverhältnis größer als 0. Das kann man alles hier noch einstellen. So wie so eine Kontaktampel wahrscheinlich, ne? So, wir machen jetzt erstmal diese hier. Auf grün. Da haben wir ein E gedrückt. Okay, das wollten wir jetzt gar nicht. Ich würde jetzt mal 10 machen und hier auch 10. Ich weiß nicht, was die 10 waren. Waren das 10 Sekunden oder so? Ich weiß es nicht. Das ist grün. Und hier Change Modus. So, das passt dann schon. Die ist dann mit der da drüben grün. Nur der Linksabbieger nicht. Die müssen dann da warten. Das passt dann schon mal. So, Schritt hinzugefügt. Also, warte mal. Lass mal nochmal ändern. Das ist grün, das ist grün, das ist rot. Das ist grün, das passt schon, weil die, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Passt schon. Also wir brauchen wirklich hier nur, vor allem da brauchen wir was zum Steuern, Speichern. So, Schritt hinzufügen ist da rot, hier grün und hier grün. Die Fußgänger da haben da grün und die haben da auch grün. Und das Ganze dauert gleiche Zeit. Hinzufügen. So, dann Schritt hinzufügen. Die haben rot, die haben rot, die haben rot. Die haben alle grün. Und da machen wir hier 20 hin. Und da machen wir auch 20 hin. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist, aber wir werden es testen. So. Diese Fußgänger dürfen da aber nicht gehen. Ach, warte mal, jetzt haben wir den Schritt schon abgeschlossen, ne? Ändern nochmal. Diese Fußgänger sollen da nicht gehen. Die sollen da rot bleiben. Und die sollen rot bleiben und die sollen rot bleiben. Da fahren wirklich, die fahren dann wirklich, damit es läuft. Wenn ich den jetzt anzeige, habe ich diese grünen und diese grünen Fußgänger. Und wenn ich den anzeige, habe ich diese grünen und... Warte mal. Da habe ich jetzt keine... Die sind nie grün hier, ne? Kann das sein? Die Fußgänger da dürfen nicht laufen. Gut, das bedeutet, wir müssen einen Schritt ändern.
Und ich glaube, das machen wir dann in dem Schritt doch. Dass wir da den grün geben. Gut, speichern. Anfangen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die fahren alle. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt fahren die und die. Ach, hier unten ist jetzt gar keiner mehr, oder wie sehe ich das? Ja, gucken wir an, das hat sich aufgelöst schon. In der Zeit, wo wir das gemacht haben. Okay. Jetzt müssen wir nur, hier oben dauert es dann doch zu lange. Jetzt müssen wir vielleicht den dritten Schritt verkürzen. Ich glaube, der dritte Schritt ist zu lang. Ja, da haben wir da zu viel Rückstau. Der dritte Schritt stoppen wir mal gerade. Gehen in den dritten Schritt rein und machen hier mal auf 15. Und speichern. Man müsste natürlich jetzt hier den Schritt noch mal gucken, ne? Durchflussverkehr größer als 0. Also wenn da keiner ist, dann braucht die auch nicht angehen, ne? Ich probiere das mal mit dem, obwohl ich nicht weiß, wie das funktioniert, aber wir starten das nochmal und gucken uns das an. So, da fährt einer durch, ist gut. So, jetzt ist dunkel geworden. So, der erste Schritt ist durch. Zweite Straße geht. Da ist jetzt vorbei. Jetzt fahren die in der dritten Runde, ist klar. Verkehr staut sich zwar, aber in meinen Augen noch gut. Hier unten ist keiner mehr. Das heißt, wir könnten da auch ein bisschen kürzer noch machen. Jetzt kommen da irgendwelche Krankenwagen oder Polizeiwagen oder sowas, die dann hinten warten. Ey, das ist der Hammer eigentlich, oder? Ja, diese Straße hier staut sich jetzt schon mehr. Ich glaube, wir machen die letzte. Jetzt haben wir hier gegenüber schon viele stehen. Wir gehen mal hier unten auf 12 runter. Oder vielleicht auch nur 10, weil die sowieso zweimal fahren, ne? Macht vielleicht Sinn. Stopp das mal. Ändern das und wir gehen hier auch auf 10. Und speichern das. Und fangen nochmal an. So, die fahren jetzt weg. So, jetzt wird's rot. Hier unten steht keiner. Jetzt fahren die. Links ist schon okay. Und rechts dauert zu lange. Wegen Linksabbieger. Linksabbieger sind jetzt noch vier hier am Stehen. Jetzt fahren die hier unten nur. Könnt ihr diese Ampel auch mit dem Rechtsabbieger noch erweitern dann? Okay, jetzt sind die da dran, aber momentan ist alles easy going noch hier. Der Verkehr ist zwar da, aber jetzt fahren die alle. Obwohl jetzt das hier gerade ein Chaos wird. Aber hier biegen einige rechts ab. Wir machen da nochmal eine zweite Geschichte hin mit der Ampel hier. Und zwar in der dritten Phase fährt ja nur die hier unten. Da können wir hier noch einen Rechtsabbieger machen. Also können wir nicht. Doch, können wir doch. Linksabbieger geradeaus und rechts, links geradeaus und rechts. Genau, so wollten wir es haben. Und in der Phase gibt es da noch ein Grünlicht. Und dann speichern wir das. Wir müssen aber jetzt gerade diese Phase hier verlassen, denke ich. Gehen wir
gehen. Achso, haben wir jetzt zugemacht. Ne, das wollten wir ja nicht. Den Spurwechsel, den führen wir jetzt hier noch ein. An dieser Ampel, mal die sollen da und von mir, ne, da dürfen sie ja nicht hinfahren, dann passt das schon. Und die fahren nach da und nach da und von mir aus auch nach da. Und dann ist das alles gut. Und dann gehen wir nochmal in die Ampelsteuerung. Anfangen. So, jetzt nochmal gucken. So, jetzt ist Querverkehr angesagt. Die Rechtsabbieger können auf jeden Fall rechts abbiegen. Hier links ist vorteilhaft gewesen. Hier stehen jetzt noch ein paar. Die sind nicht alle weggekommen. Hier oben ist alles okay noch. Unten gucken. Aber hier sind nicht viele und da sind, ja, sind, da sind sogar jetzt die meisten in dem Sinne, ne? Vielleicht sollten wir die Ampeln doch so anlegen. Vielleicht kriegen wir dreispurig hier hin. Und da auch. Vielleicht ist das besser. Weil wir müssten. Also hier fahren die meisten ja rechts. Das heißt, geradeaus und rechts ist vielleicht gar nicht so praktisch. Oh, wir sind gewachsen. Eine große Stadt. Wir haben Krematorien dabei gekriegt und Wasseraufbereitungsanlagen. Dann gibt es hier noch einen Wintermarkt. Und naja, noch so ein paar Dinge. Mehr war das nicht, nur so ein paar Sachen. Naja, okay. Na, habe ich was? Ich kriege da auch noch. Naja, ne, ist wohl nur so gewesen. Wie viel haben wir? 15.000 Bevölkerung, okay. So, die Ampel läuft jetzt erstmal nochmal. Ne, wir müssen die nochmal umbauen, das funktioniert so nicht. Weil hier stehen sie jetzt doch schon ziemlich weit. Und hier ist. Na, doch, wir müssen es nochmal anders machen. So, das heißt, wir arbeiten da nochmal dran. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir vielleicht sechsspurig hinkriegen hier am Anfang. Gibt's denn sowas? 3 und 1 wäre das Ideale jetzt hier. Aber sowas gibt es jetzt hier nicht, oder? Hier gab es das ja, ne? Oder vertue ich mich jetzt? Ja, wo habe ich das denn letztes Mal weggehabt? Ah, da ist es. Und das ist asymmetrische dreispurige Straße. Ich hätte jetzt gerne auch eine asymmetrische vierspurige Straße. Aber die haben wir wohl nicht. Ne. Und hier gibt es das bestimmt auch nicht. Gehen wir erstmal an den Anfang. Ne. Das würde bedeuten, wir müssten, ne, das nicht, sondern das nehmen. Und das nehmen und dann dieses Stück und dieses Stück so machen. Das würde so funktionieren erstmal. So, und dann müssen wir nochmal das schließen und wir müssen nochmal in unser Tool rein und hier das hier nochmal anpacken. Diese Kreuzung nehmen. Die da lang. Die da, da und da lang. Die nur da lang. Die da lang. Die da, da und da lang. Die nur da lang. Und hier Rechtsabbieger. Ne, der letzte war schon richtig, sehe ich gerade.
Aber der war falsch, den wollte ich weghaben. Shit, jetzt will ich noch den grünen hier nochmal ändern. So, zwei so, zwei so. Der darf da lang. Da lang, da lang, da lang und da lang. Nee, das funktioniert nicht, wie ich das gerade vorhab. Zweispurig abbiegen nach rechts ist schon okay, aber... Also dieser darf zweispurig abbiegen, der darf dreispurig abbiegen, macht aber jetzt nicht so einen Sinn. Den roten muss ich wieder wegnehmen, das hat keinen Sinn so. Der muss da weg. Zweispurig, der kann also hier dreispurig auch abbiegen. Der kann dreispurig und geradeaus. Die können jetzt noch hier dreispurig abbiegen. So. Jetzt haben wir die, können nach geradeaus, nach links, die können nach links, geradeaus und nach rechts, die können nach links, aber nicht geradeaus, das können aber diese hier. Das ist die Frage. Die können dreispurig da abbiegen. Nee, das heißt hier, der nach da geht, den machen wir weg. Und der darf nach da. So, jetzt dürfen die rot geradeaus und links und die dürfen blau links und geradeaus. Und die dürfen rechts und die dürfen rechts, das passt. Die sind jeweils einzeln, das passt auch. So, dann die Zeitsteuerung nochmal aufgerufen für diese Kreuzung. Stoppen. So. Ändern. In dieser Phase dürfen die alle fahren. Stopp, hier haben wir was. Ne, da haben wir was falsch gemacht. Oder? Ja, da müssen wir diese Ampel ändern. Die muss so sein. Geradeaus und links, genau. Und bei der ist das auch so. Geradeaus, links und rechts abbieger Pfeil. Und hier müssen wir alle drei haben. Genauso wie hier auch. So passt's. So, hier geht's jetzt rechts, geradeaus und links. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir es genau machen. Mach die mal rot. So, die dürfen alle Richtungen fahren erstmal. Rechts, geradeaus und links. Das heißt, hier an dieser Ampel darf auch rechts abgebogen werden. Weil das stört nicht. Das passt. So, wenn die da, dann dürfen die gehen und die dürfen nicht gehen. Ja, das passt so. Speichern. Ändern den zweiten Schritt. So, die dürfen links abbiegen. Die dürfen rechts abbiegen. Und die dürfen rechts abbiegen. Warte, die dürfen links abbiegen und die dürfen rechts abbiegen. Zweimal rechts und dann Linksabbieger. Und da darf kein Fußgänger laufen. Da auch nicht. So, passt's. Speichern. Und dann der dritte Schritt. Ist dann hier rot. Da grün. Da grün. Und die fahren geradeaus, die fahren geradeaus. Und die dürfen auch rechts abbiegen.
und speichern. Und ich glaube, wir müssen dann gleich einen Schritt noch mehr machen. Oben die dürfen und die rechten dürfen und die linken Fußgänger. Hier dürfen die Linksabbieger. Warte mal, hier müssen wir mal gerade gucken. Da sind alle einmal dran. Hier ist jetzt der Fußgänger dran, der Linksabbieger dran und rechts und geradeaus dran. Da geht's, da ist jetzt rechts und dann ist das hier faul. Das geht dann nicht. Wo sind wir jetzt in welchem Schritt? Hier kann nicht sein, dass Fußgänger laufen, während wir geradeaus fahren. Geradeaus und rechts geht, geht. Speichern. So, nochmal. Gucken wir erstmal Fußgänger. Da ist links der Fußgänger, der darf. Hier darf keiner von den Fußgängern. Und hier dürfen die beiden oberen. Das heißt, wir müssen eine Phase noch hinzufügen, wo definitiv hier Fußgänger dürfen. Das muss auf jeden Fall schon mal so sein. Vielleicht ist es auch einfacher, die Fußgänger einfach rauszulassen und eine extra Phase nur für Fußgänger zu machen. Machen wir. Das ist vielleicht sogar besser. Hinzufügen und hier. Oh, okay, müssen wir dann ändern. Hier ist nichts mit Fußgänger. Speichern und hier oben der erste Schritt ist. Obwohl da können die, weil da nicht so viel Verkehr ist, könnte man, die können auch warten, bis da was kommt, das geht. Passt. So, jetzt lassen wir mal oben die Ampeln, ist grün. Also Fußgänger sind immer einmal dran. Hier oben ist komplett. Rechts haben wir auch auf jeden Fall einmal drin. Unten haben wir. Hier haben wir jetzt Rechtsabbieger grün, aber nie geradeaus und links grün. Also grün. Ah, da fehlt jetzt uns noch was. Das heißt, hier müsste da noch das so sein. Die beiden Straßen. Ja, machen wir so. So, anfangen. So, schauen wir mal, wie es wird. Aber es sieht momentan sogar schon so aus, als ob es läuft, ne? Hier stehen jetzt die meisten gerade. Vielleicht müssen wir gleich noch die Zeiten optimieren. Das ist überall 10 Sekunden wahrscheinlich, oder? Ja. Aber jetzt ist hier gleich wieder. Ja, da kommt jetzt einer zwar, aber der ist jetzt dann okay. Jetzt haben die Fußgänger das Recht. Und jetzt die PKWs wieder. Und sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Ich glaube, wir können das so lassen. Obwohl, hier müssen wir gerade noch mal darauf achten. Ach so, da unten stehen sie ganz weit nach hinten. Also hier geht's. Und hier? Kommt so vor, als ob wir hier besser nur einen Rechtsabbieger hätten. Aber leider funktionieren die Rechtsabbieger hier nicht so gut, wie man sie im wirklichen Leben hätte, ne? Okay. Ah, da kam jetzt ein LKW aus der Einfahrt raus. Das ist wieder schlecht zu beurteilen. Also hier ist gut. Hier sehe ich es auch als gut an und da auch als gut an. Wir müssen gucken in der Phase, wo es unten ist, dass unten die Phase ein bisschen länger ist wie die anderen. Und, stopp das mal. Zeig mal diese an gerade.
diese Phase. Ist der Linksabbieger? Aber rechts geht. Ne, da ist der Rechtsabbieger, okay. Wenn wir den hier jetzt mitmachen, ne? Speichern wir mal. Ja, komm, starte mal so. Und gucken, wie es so wird. Jetzt sieht man gerade nicht so viele Autos hier. Ja, könnte sein, dass es so funktioniert, oder? Was sagt denn hier unser Fahrzeuganzeige in Rot? Na, die ist noch rot, ja, aber dann sieht man wenigstens was, ne? Ja, müsste man jetzt beobachten, ne? Also hier links ist alles gut, steht keiner. Hier rechts diese Schlange sehe ich als normal an. Hier oben wird es gerade mehr. Aber hier unten ist es wieder so, ja, hat andere Gründe, glaube, dass da jetzt gerade ein Stau ist oder sowas, ne? Hier wird es ja jetzt auch hell. Oh, der blitzt direkt vor der Kamera vorher. Tendenziell hier einfach eine Straße rüberziehen, das wär's, ne? Aber da müssen wir was abreißen, das will ich jetzt auch nicht. Aber das Rote ist hier schon weggegangen, ne? Das Intensivrote. Wo ist hier das Problem? Der LKW fährt da nicht weiter. Keine Ahnung warum. Der ist wieder voll krass drauf oder was? So, oder? Müssen Sie das so wissen oder wie? Ist das hier ähnlich? Ne, ne, das sind parkende Autos. Die wissen schon, dass man aufschließen darf. Hier geht das auch. Weiß ich nicht, warum das da oben nicht geht. Wegen dem Feldweg oder was. Und Dauerdonner hier. So, jetzt nochmal in diesen Bildschirm rein. Ja, weiß ich auch noch nicht. Hier hinten geht es eigentlich. Oben, unten ist gut. Hier sind die da immer noch nicht in der Lage, dieses hier zu regeln mit den Fahrzeugen, dass die weiter durchfahren. Keine Ahnung warum. Vielleicht bauen wir da einfach mal noch ein Stück aus. Sind wir schon richtig? Wir brauchen diese und können da diese Spur machen und bauen die dann noch ein bisschen weiter aus. Und schauen dann nochmal, wie sich es hier verbessert oder nicht. Nochmal hier rein. Ja, lassen wir erst so. Hier wissen sie immer noch nicht, wie sie fahren sollen wohl. Da sind jetzt aber keine Markierungen, oder? Ja, er kennt jetzt hier nur diese Markierung oder was? Naja, das ist auch egal. Lassen wir so. Funktioniert erstmal, denke ich. Müssen wir mal nochmal auf Dauer gucken. Aber im ersten Moment soll es erstmal laufen, oder? Ist halt viel Verkehrsaufkommen insgesamt sowieso hier. Hier ist es ja auch nicht so ohne, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Diese Brücke müssen wir wahrscheinlich ausbauen. Die ist einfach zu klein, ne? Für den Verkehr, der da läuft, denke ich mal. Okay, ich würde sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Genauso dann gerne die Geschichte mit dem Video kommentieren und gerne auch teilen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.